Die Marung, sondern die Urmarung. Und sie hat uns einen Abend lang erzählt über ihre Reise über Stock und Stein, durch Büsche und über Hügel in einer Gegend von Myanmar, das ganz versteckt ist und die Menschen leben in den Wäldern, in Hütten auf Pfählen, aus Bambus gemacht, in den Hütten ist alles aus Bambus gemacht, unvorstellbar. Und sie betreut Gesundheitsstationen mit viel Unterstützung von katholischen Organisationen, ja. So habe ich es verstanden. Genau. Und Menschen, nicht nur Organisationen, sondern vor allem Menschen. Und zuletzt auch eine Schule, wo die Kinder aus dieser Gegend, die dort nur bis zur 6. Klasse gehen können, dann in der Hauptstadt eine Schule besuchen, mit Nonnen, von Nonnen geführt, sehr liebe Frauen, ich habe die Fotos gesehen. Und dass sie eben eine Oberstufe machen können und Matura und ein College besuchen, dass sie sich darauf vorbereiten können, weil die Zukunft eines armen Landes dann wieder nur geht über Menschen, die mehr verstanden haben und dem eigenen Land wieder auf die Beine helfen. Und Kraft zu haben für weitere Arbeit. Und so wollen wir auch hier diese Urkunde zu Ambassador Paris überreichen. Dankeschön. Und steht alles, wir haben noch mal angeschaut, auf Herz und Hand. Unter dem Veranstaltungstitel ist der Link zum Vortrag und Bravo, danke für die Geduld, uns online stellen. Schon weiter, wenn ich darf, oder?